Dein Name werde geheiligt, betete Jesus, aber er lebte in einer Zeit, wo dieser Name nur noch einmal jährlich am großen Versöhnungstag vom hohen Priester ausgesprochen wurde, während die Musikinstrumente so laut spielten, dass es niemand hören konnte. Und seit der Tempel zerstört ist, ging dann auch das Wissen um die Aussprache endgültig verloren. Nicht verloren ging allerdings die Aussprache der verkürzten Gottesnamen. Verkürzten Gottesnamen? Ja, denn der Name hatte Eingang in zahlreiche hebräische Vornamen gefunden, die entweder mit ihm beginnen oder schließen. Und diese Namen wurden und werden ja tagtäglich bis heute tausende Male ausgesprochen. Das ist wirklich spannend. Allerdings handelt es sich hierbei nur um eine Kurzform aus drei Buchstaben. Yud, Hey, Vav. J-H-W. So wissen wir zum Beispiel, dass Yud, Hey, Vav, Nun, Tav, Nun oder J-H-W-N-T-N zu Deutsch Jonathan, Jehonathan ausgesprochen wurde. Denn die hebräische Bibel gibt mit Pünktchen und Strichlein die Vokalisierung an. Der Name bedeutet, der Herr hat gegeben, Jehonathan. Bei Sayin, Kaf, Resh, Yud, Hey, Vav oder S-K-R-J-H-W, zu Deutsch Zacharja, steht der Gottesname am Ende. Diesen Namen sprach man Zachariahu aus und er bedeutet, es hat sich erinnert der Herr, Zachariahu. Wir haben also hier zwei Aussprachevarianten, Jeho und Jahu. Warum zwei? Der Unterschied erklärt sich durch eine Eigenart der hebräischen Sprache. Vokale sind im Hebräischen instabil oder wandelbar. Das E in Jeho wird gemurmelt, weil die Betonung bei Jehonathan auf der letzten Wortsilbe liegt. Steht der Gottesname aber am Schluss des Namens, so erhält er selbst die Betonung. Zachariahu. Es ist also eine Tatsache, dass die Juden zu allen Zeiten den Gottesnamen in Verbindung mit den Vornamen aussprachen und auch heute noch aussprechen. Die dritte Aussprachevariante findet sich in dem Wort Hey, Lamed, Lamed, Vav, Yud, Hey. H-L-L-W-J-H. Das bedeutet Halleluja, lobt den Herrn. Halleluja. Hier wird Gottes Name in nur zwei Buchstaben wiedergegeben. Yud, Hey, J-H. Ausgesprochen Ja. Dieser kurze Gottesname findet sich an 48 Stellen in der hebräischen Bibel. An einigen Stellen auch allein. J-H ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Mächtig bist du, J-H, und deine Treue ist um dich her. Steht der Name nun aber als eigenes Wort, ob verkürzt mit zwei Buchstaben als J-H oder unverkürzt mit vier Buchstaben als J-H-W-H, so scheuen die Juden sich, ihn auszusprechen und sagen Adonai, also Herr, oder einfach Hashem, das heißt der Name, H, der, Shem, Name, Hashem. Auf diese Weise brachten sie schon damals die Bibelübersetzer in ein Dilemma. Was sollte an diesen Stellen stehen in der ersten Übersetzung der hebräischen Bibel, der griechischen Septuaginta? Die Übersetzer entschieden sich dafür, JHWH mit Kyrios, das heißt Herr, wiederzugeben. Dieser Tradition sind dann die meisten Bibelübersetzungen gefolgt. Was aber geschieht, wenn im hebräischen Text nun ausdrücklich beides steht, also Adonai JHWH, der Gottesname und davor noch die Anrede, die Juden benutzen, um den Gottesnamen nicht aussprechen zu müssen. Sicher ist jedem Bibelleser schon mal aufgefallen, dass Luther und andere dann konsequent mit Herr, Herr übersetzen. Die englische King James Version macht daraus, um die Wortwiederholung zu vermeiden, Lord God. Es wirkt fast wie ein Verzweiflungsakt, nur weil man den Namen Gottes nicht aussprechen will oder kann. Und Josua sprach, ach Herr, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt? In seinem Gebet, in 2. Samuel 7, redet David Gott ganze 6 Male als Herr, Herr an. Jeremia nennt ihn 5 Mal in seinem Buch Herr, Herr.
Hesekiel viermal, Amos zweimal. Ja, da kann man als Gottverliebter eigentlich nur sagen, ach Herr, Herr. Gibt es einen Ausweg? Wie kann ich meine Liebe verbal ausdrücken? Mehr darüber in der nächsten Folge.